Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Louis, heute wieder mit Vito und in diesem Video sprechen wir über den perfekten Anfängerhund. Viel Spaß! Jetzt widmen wir uns dem Thema, was der perfekte Anfängerhund ist. Grundsätzlich hört man sehr oft, wenn man sich vielleicht Interviews von Hundetrainern anschaut oder allgemein, wenn man versucht herauszufinden, welche Hunderasse für einen Anfänger geeignet ist, dann wird oftmals gesagt, ja, ein Labrador oder ein Golden Retriever oder vielleicht kleinere Hunderassen. Und wenn es dann heißt, aber jetzt irgendwie ein Pitbull oder ein Rottweiler, dann, oh nee, bloß nichts für Anfänger. Und teilweise sagen es sogar die Menschen, die selbst so einen Hund haben. Wenn ich jetzt beispielsweise Vito als Amstaff habe, oh nee, das ist bloß kein Anfängerhund, weil ich vielleicht mit der Erziehung überfordert bin oder weil ich diese Rasse vielleicht irgendwie viel gefährlicher machen möchte, als sie vielleicht eigentlich ist, dann sage ich, nee, das ist nichts für dich. Weil sie sich einfach damit, ich weiß nicht, wie man das erklären soll, aber oft ist es so, ah nee, das ist nichts für dich, aber das ist was für mich. Ich bin in der Lage, das zu packen, ja, weil ich bin. Aber du bist ein Anfänger, das ist nichts für dich. Ja? Vielleicht versteht ihr ganz jetzt genau, was ich meine. Aber ist es jetzt aber jetzt wirklich so, dass ein Rottweiler beispielsweise kein Anfängerhund ist? Oder ist ein Golden Retriever was für ein Anfänger? Oder ein Chihuahua was für ein Anfänger? Darüber werden wir jetzt ein bisschen genauer sprechen. Wir haben diesbezüglich eine ganz genaue Vorstellung. Es gibt in unseren Augen keine perfekte Anfängerrasse. Denn es kommt immer individuell auf deine Persönlichkeit drauf an. Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich mit einem Rottweiler angefangen habe als Ersthund. Also ein Rottweiler war mein Ersthund. Und ich habe eine super Bindung zu diesem Hund gehabt und die Erziehung war 1A. Klar gab es hier und dort schon mal das eine oder andere Problem, was in der Hundeerziehung auch vollkommen normal war. Aber ich konnte diese Probleme mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Einstellung sehr gut meistern. Also wenn ich eine andere Persönlichkeit gehabt hätte und vielleicht sehr introvertiert gewesen wäre, beziehungsweise nicht so bestimmend und die Führung angeben kann, dann könnte es sein, dass der Hund mir einfach wirklich auf die Nase getanzt hätte und getan hätte, was sie wollte. Und dadurch, dass ich das Ganze halt eben erkannt habe, wusste ich ganz genau, was ich zu tun habe. In unserer Community haben wir auch immer wieder mal Menschen, die uns schreiben, die sagen, ey, das ist mein Ersthund, ein Amstaff oder mein Ersthund, ein Dogo Argentino und was weiß ich was. Und die schicken uns regelmäßig Videos, Fotos, wie die trainieren, wie die mit anderen Hunden spielen. Und diese Menschen sind nicht überfordert mit dieser Hunderasse. Das heißt aber jetzt nicht, dass jetzt ein kleines Kind oder jemand, der gerade 18 geworden ist, irgendwie komplett unselbstständig ist und sich wirklich eine Hunderasse holt, die wirklich extrem triebstark ist oder so. Das heißt, du musst einfach gucken, was passt wirklich zu mir und was bin ich bereit zu geben. Und oft ist es halt eben so, dass viele Menschen sich da überschätzen und sagen, ja, nee, ich schaff das. Und wenn die das dann sehen, merken die, oh, okay. Also, hier musst du einfach nur schauen, wie ist dein Lifestyle? Was hast du für Vorlieben? Was bist du bereit, auch eine Zeit aufzuwenden? Und dann ist es oftmals halt wirklich auch so, dass die Ästhetik auch eine große, wichtige Rolle spielt. Also du musst dich mit einem Hund bzw. mit einer Hunderasse, wenn du dich für eine Hunderasse interessierst, wirklich mit ihm identifizieren können. Und wenn du das Gefühl hast, also wenn ich jetzt beispielsweise, ich könnte auch super mit einem Chihuahua umgehen, aber würde ich mich mit einem Chihuahua identifizieren? Eher weniger. Mit einem Rottweiler konnte ich das aber sehr gut. Einen deutschen Schäferhund mit Sicherheit auch. Ja? Also ich als für meine Persönlichkeit, ich kann immer nur von mir sprechen, könnte ich sagen, okay, ich kann mich mit solchen Hunden identifizieren. Mit kleineren Hunden eher weniger, weil ich für mich weiß, okay, ich gehe gerne raus, ich mach gerne viel Sport, auch gerne viel Sport mit den Hunden. Und das kann man mit Sicherheit auch mit kleineren Hundenrassen machen, aber nicht in der Intensität, die ich gerne hätte. Oder beziehungsweise für diese Sportarten, für die ich mich interessiere. Und wenn ich da jetzt einen, ich sag mal jetzt, kleinen Chihuahua habe oder einen Jack Russell, dann werde ich mit diesem Jack Russell nicht die Hundesportart machen, die jetzt nur für American Pitbull Terrier und Co. geeignet wären. Eine Hundesportart, die jetzt nicht vom FCI anerkannt ist, aber die Top Dog Sports.
sind halt wirklich Hunde, die extrem viel Leistung auch bringen können. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich mache gerne Agility und hin und her, sowas kannst du auch mit solchen Hunden wunderbar machen. Aber mit kleineren Hundenrassen überhaupt kein Problem. Muss jetzt nicht unbedingt ein kleiner Hund sein. Also es kann ja jetzt auch ein Australian Shepherd sein oder so. Also es muss jetzt nicht auf die Größe irgendwie festgehalten werden. Also schau ein bisschen auf deine Persönlichkeit. Schau, was bist du bereit an Zeit aufzuwenden. Und wir sagen immer, informiere dich immer vorher, was auf dich zukommt. Denn jede Hunderasse hat seine Stärken und seine Schwächen. Das heißt aber jetzt nicht, dass jede Hunderasse, keine Ahnung, wenn du jetzt hier irgendeinen Jagdhund hast, dass dieser Jagdhund dann auch wirklich ein super Jagdhund sein wird. Denn im Endeffekt spielt da die Epigenetik eine sehr wichtige Rolle. Und zwar darüber werden wir auch mal ein genaueres Thema machen. Das bedeutet eigentlich nur, dass die Hunde nur die Gene aktivieren, die auch gefördert werden. Wenn du einen Jagdhund hast und der mit diesen Reizen konfrontiert wird, dann werden genau diese Gene aktiviert. Werden sie halt eben nicht aktiviert, dann kann es sein, dass es eine komplette Niete in der Jagd sein wird. Also da muss man gucken, was könnte auf mich zukommen, wenn ich mich für eine bestimmte Rasse interessiere. Wenn du jetzt wirklich nur einen Chiller suchst und du bist zu Hause gerne, machst nicht unbedingt viel und dir dann ein Mali zulegst, dann wirst du große Probleme haben. Dann wirst du als Anfänger mit einem Mali extrem viele Probleme haben, denn die müssen arbeiten. Du kannst ja keinen Arbeitshund holen, wenn du den Hund keine Arbeit bieten kannst. So, liebe Hundefreunde, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einfach keine richtige Anfängerrasse, sondern es kommt immer individuell auf die Persönlichkeit des Menschen an. Wenn du dich als Menschen für eine bestimmte Hunderasse interessierst, dann schau einfach mal, ob du dieser Rasse überhaupt gerecht werden könntest. Und wenn du dich rechtzeitig vorher informierst, was du alles zu tun hast und, dann wird das alles überhaupt kein Problem sein. Wir legen dann wirklich jeden ans Herz, unsere Online-Hundeschule mal zu besuchen, denn wir haben jetzt bald die Online-Welpenerziehung. Und dort helfen wir dir auch ganz bewusst zu entscheiden, welche Hunderasse überhaupt zu dir passt, was gibt es für unterschiedliche Hundetypen und wo finde ich dann vor allem meinen Hund. Soll es jetzt ein Rassehund sein, soll es von Tierheim sein oder vielleicht von einem Züchter sein oder ein Hobbyzüchter sein. Also da helfen wir dir wirklich Schritt für Schritt, das Perfekte für dich zu finden. Und unabhängig davon, für welche Rasse du dich entscheiden wirst, werden wir dir dann komplett helfen in der Hundeerziehung von Anfang bis zum Ende. In diesem Sinne, schau mal vorbei. Ansonsten, liebe Hundefreunde, wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Halt die Ohren steif, immer der Nase nach. Bis dahin. Ciao.